Hey. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Thank you.
jede Menge Daten gesammelt. Damit können wir das Auto einen großen Schritt vorwärts bringen. Gut gemacht. Einige legen jetzt richtig gute Rundenzeiten hin. Die Strecke scheint schneller zu werden. Das ist der 18. Platz. Platz 18. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Alles ist bereit. Auf geht's. Mm-hmm.
Minuten. Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Du hast Q2 erreicht.
Auf der Strecke herrscht ganz schön Gedrängel. Die meisten Autos sind draußen. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Minuten.
eine Minute. Sekunden in dieser Session. Du hast es in Q3 geschafft. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Bereit. Oh.
Minute, nur noch eine Minute. Sekunden in dieser Session. Das neue Teil funktioniert nicht. Das Team braucht noch mehr Zeit für die Entwicklung. Du solltest das Teil im übernächsten Rennen erhalten.
Wir sind bereit. Im Qualifying besser als erwartet. Versuch diesen Platz im Rennen zu halten.
die Lücke zu schließen. Du baust deinen Vorsprung auf Alonso aus. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Drei Sätze besser als vorausberechnet.
die Box fahren. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Thank you.
Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Gib Gas. Du liegst jetzt auf Platz 7. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 4 Sekunden. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Herausgefahren.
Arbeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Zu schließen. Oh.
Probleme mit Kerb. Probleme mit Kerb. Den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an.
verlierst 3 Sekunden pro Runde an Button. Du musst schnell reagieren.
bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Er biegt gerade in die Boxengasse ein. Vier Sekunden Rückstand. Gib Gas. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. In den nächsten Runden vielleicht auf Benzingemisch 2 wechseln. Du hast 3 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. 3 Sekunden.
Kimi. Eine Sekunde. Gut, die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 5 Sekunden. Mal sehen, ob wir sie schließen können. Hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Dein Verfolger holt auf. Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl.
aktivieren. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand.
ist jetzt repariert und kann verwendet werden. Und der Button demnächst zum Boxenstopp kommt. Hülkenberg ist etwas schneller unterwegs als du. Du hast den verfügbaren Sprint in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Sprit sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest.
Reifen wird wohl in den nächsten Runden zum Reifenwechsel kommen. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Genug Sprit und kannst das fette Gemisch wählen, wenn du möchtest. Wähl das fette Gemisch. Fettes Gemisch. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf.
Bert an die Box. Kimi an der Box. Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf!
Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um mehrere Sekunden pro Runde. Weiter so. Thank you.
das Tempo hochhalten. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Okay, du musst dein Hintermann vorbeilassen. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Du bist 2 Plätze hinter Kimi.
Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Gute Leistung, gut gemacht! Du bist immer noch Achter in der Fahrerwertung.